Nach Zandvoort, Sebring, Estoril, Berlin und dem Grand Prix Kurs der Nordschleife sind wir bereit zum großen Saisonfinale der RCCO eSports Series. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute mal ein bisschen woanders hingefahren und zwar ganz in der Nähe der Nordschleife. Mike Rockenfeller, heute mein Co-Kommentator. Du kennst den Laden, in dem ich bin. Danke Ernst Moser, danke Phoenix Racing. Ja, das ist natürlich eine Mega-Kulisse, ganz klar, da kann ich gar nicht mithalten. LMP2 hier wirklich im Hintergrund zu haben und ein komplettes Boxen-Setup und so nah an der Nordschleife zu sein, also das muss ich sagen, da hast du natürlich alle Register gezogen. Hut ab und ich glaube, passender könnte es nicht sein heute Abend. Danke dir, Mike Rockenfeller. Du kennst das Team, Le Mans-Sieger 2010, also damit kennst du solche Autos. Nicht ganz den, aber wie auch immer, DTM-Champion 2013 mit Ernst Moser. Und ich bin tatsächlich gar nicht so weit gefahren. Ich war ja sowieso zum Wochenende hier beim Nürburgring 24er, das sich dann auch nur auf ein 10-Stunden-Rennen reduziert hat. Aber wie auch immer, Ernst hat sein Okay gegeben und ich dachte, mit dir, Mike, dich als Co-Kommentator zu haben, ist ja auch was ganz Besonderes heute zum Superfinale. Da kann ich auch mal gerne hier kurz mich einmieten. Ja, also ich freue mich auch extrem. Ist für mich auch eine neue Erfahrung. Und das hier natürlich bei dem Superfinale machen zu dürfen, freut mich ungemein. Auch wenn ich am Ende sagen muss, dass ich natürlich immer selber am liebsten hinterm Lenkrad sitze, gerade ja in der realen Welt, aber natürlich auch hier in der virtuellen Welt. Ja, ist einiges los gewesen. Wir haben jetzt die 6. Veranstaltung von 6 insgesamt. 5 Doppelrennen haben wir gefahren, wie schon angesprochen. Und was in der Saison los gewesen ist, ich glaube, da werfen wir jetzt einfach mal einen kleinen Blick zurück. Genau. Los ging es in Zandvoort mit einem Duell zwischen Michi Heuer, dem Gastfahrer aus der World EX, und DTM-Pilot Mike Rockenfeller. Am Ende Heuer knapp vor Rocky und Danny Wenzel von VW. Das zweite Rennen, gleich eine Startkollision zu Beginn, in die André Dietzel verwickelt wird. In der Zeitlupe sehen wir einen Schubser von einem Teamkollegen. Umgekehrte Startreihenfolge immer im zweiten Rennen der RCCO eSports Series auf Basis des Ergebnisses vom ersten Lauf. Und für Michi Heuer ein sehr ungewohntes Gefühl, als eSport-Profi bei den Amateuren mitzufahren und sich langsam nach vorne zu kämpfen. Er tat sich da am Anfang schwer und musste dann Mike Rockenfeller vorbeilassen, der auch profitierte von einigen Drehern und Ausrutschern vor ihm. Es ging Platz um Platz nach vorne für Mike Rockenfeller. Hier holt er sich den 2. Platz und macht dann Jagd auf Titelverteidiger Michael Niemas, der bei seinen ersten beiden Rennen mit dem eX ZERO noch ein bisschen zu kämpfen hatte, trotzdem den 2. Platz holte hinter Mike Rockenfeller in diesem zweiten Rennen. Auch in Sebring in Florida ging es mächtig zur Sache. Ein volles Starterfeld für das zweite Saisonrennen, erneut mit 2 Läufen. Einige Kollisionen gleich zu Beginn des ersten Rennens, wieder darin verwickelt unschuldig André Dietzel, der damit ein schlechtes Ergebnis einfuhr. Bodo Kreling machte Jagd auf Mike Rockenfeller, der allerdings auf dem Kurs in Florida eine Klasse für sich war und das erste der beiden Rennen klar vor Bodo Kreling und Paul Wingens gewann. Die umgekehrte Startreihenfolge sorgte auch am Start des zweiten Rennens für reichlich Chaos. Mike Rockenfeller profitierte von der ersten Kurve und weiteren Kollisionen und Ausrutschern gleich in der Startrunde. Anschließend hat er relativ leichtes Spiel, schnappt sich hier zunächst Michael Niemas und kurz darauf auch den bis dahin führenden Steffen Walter, dem aber am Ende Platz 3 reicht, um sich für das Finale auf der Nordschleife zu qualifizieren. Rocky siegt vor Niemas und Steffen Walter. Der dritte Lauf der RCCO eSports Series auf der Rennstrecke in Portugal in Estoril. Thomas Vogt zunächst in Führung, muss hier Platz machen für Michael Niemas. Und dann kam es zu dieser Kollision am Ende der langen Geraden zwischen den beiden Teamkollegen André Dietzel und Thomas Vogt. Damit die Chance auf ein Podiumsergebnis für Thomas Vogt in diesem Rennen vorbei. Michael Niemas auf dem Weg zu einem klaren Sieg vor dem Gastfahrer Robin Pochtal und Paul Wingens. Das zweite Rennen in Estoril mit der umgekehrten Startreihenfolge und einer eindrucksvollen Show von Gastfahrer Robin Pochadel mit dem Gastauto des AVD, hier in den roten Farben. Es dauert nur wenige Runden, dann hat sich Pochadel von ganz hinten bis an die Spitze nach vorne gekämpft. Hier schnappt er sich Thomas Vogt, der einen kleinen Fehler macht, und für Vogt sollte es ein bitteres Ende geben. Ein Fehler in der letzten Runde, kurz vor dem Ziel, dann eine Kollision mit Dominik Holzen und damit erneut der Traum vom Podium ausgeträumt. Es siegt Pockadel vor Dietzel und Paul Wingens. Das erste Stadtrennen in der Geschichte der RCCO eSports Series sorgte für reichlich Furore und spektakuläre Szenen. Thomas Vogt hier in Rennen 1 im Duell mit Jens Wippermann und seinem Teamkollegen André Dietzel. Ende der ersten Runde. Wippermann geht vorbei an Vogt. Es kommt aber auf der Startzielgeraden zu einer Berührung zwischen den beiden. Davon profitiert André Dietzel, der sich die Führung sichert. Hier noch einmal die Situation aus der Onboard-Kamera von Thomas Vogt. Die Kollision mit Jens Wippermann. André Dietzel damit auf und davon an der Spitze. Wippermann auf 2, Vogt auf 3 und von hinten abgestürmt durch seinen Teamkollegen Steffen Walter, der vor allem Bodo Kreling blockiert, um seinem Teamchef den Weg freizumachen für das Superfinale. Dietzel gewinnt, Wippermann auf 2 und Vogt schafft tatsächlich den dritten Platz. Rennen 2 in Berlin und ein eklatanter Frühstart von Thomas Vogt, der in der Euphorie seines Podiums vom ersten Rennen hier einfach zu früh losfuhr. Einige Rangeleien in der ersten Kurve und dann dieses spektakuläre Überholmanöver. Paul Wingens quetscht sich zwischen Mauer und Auto vorbei an Thomas Vogt und übernimmt die Führung. Das Ganze hier nochmal aus der Onboard-Kamera von Paul Wingens. Vogt muss anschließend zur Stop-and-Go-Strafe an die Box, hat damit nichts mehr zu tun mit dem Ausgang des Rennens, das Paul Wingens souverän gewinnt vor Steffen Walter und André Dietzel. Die letzte Chance, sich für das Superfinale auf der Nordschleife zu qualifizieren, bietet der Grand Prix-Kurs auf dem Nürburgring. André Dietzel lange in Führung, macht aber in der letzten Runde einen kleinen Fehler in der Schikane. Ralf Pieringer mit dem roten Gastauto des AVD geht vorbei und sicherlich den Sieg vor Dietzel und Dominik Heusen. Das zweite Rennen. Ein sehr, sehr harmonischer Start, ohne große Kollisionen, aber kurz nach dem Start dann diese Szene. Ein Crash im Mittelfeld. Vom Durcheinander profitiert zunächst Mirko Sellner im gelb-blauen BS Powersports Auto, der dann allerdings die Führung an Steffen Walter abgeben muss. Ebenfalls auf dem Vormarsch in diesem zweiten Rennen Michael Niemas. Vorbei an Thomas Vogt, startet seine Attacke auf Mirko Sellner, der sich noch einmal wehrt, aber lange dauert es nicht. Dann ist Michael Niemas vorbei am gelb-blauen BS Powersport Auto. Niemas damit auf der zweiten Position auf dem Weg an die Spitze. Und er schnappt sich auch den führenden Steffen Walter im TV Racing Auto. In der Schikane mit einem sauberen Überholmanöver nimmt er die Position 1 ein. Damit ein weiterer Sieg für den Titelverteidiger Michael Niemas vor dem Superfinale auf der Nürburgring-Nordschleife. Steffen Walter wird Zweiter und auch André Dietzel holt ein Podiumsergebnis für TV Racing. Tja, soweit also die Zusammenfassung unserer Saison. Tolle Einspieler haben wir heute vorbereitet. Danke damit an die Regie. Mike, du hast den World EX ZERO mitentwickelt, beziehungsweise den eX ZERO, wie das Auto heißt. 1000 PS, 1000 Kilo. Wie war das denn für dich? Was macht das aus? Ja gut, wir hatten eine relativ klare Zielsetzung. Ein Auto, was extrem viel Spaß macht für einen Fahrer. Super viel Leistung hat, relativ wenig Gewicht und ich sag mal einen ordentlichen Abtrieb, aber eben nicht zu viel, dass du es auf den Boden bringst. Dementsprechend, war es einfach toll. Es war so ein bisschen wie in der echten Welt. Ja, wir haben angefangen mit einer Basis irgendwo und haben dann uns dahin gearbeitet und haben wirklich versucht, das so realistisch wie möglich abzubilden. Ich glaube, das Auto ist absolut schwierig zu fahren. Ich glaube auch, dass wir weiterhin noch das Ganze noch mehr verbessern können. Aber man muss sich das vorstellen, 1000 PS bei 1000 Kilo Allrad mit einer wirklich sehr variablen Kraftverteilung. Also da kann man echt viel spielen mit. Und das ist, wenn man selber fährt, das Auto, eine Riesenherausforderung. Und ich muss sagen, auf der Nordschleife ist es unglaublich, wie schnell das Auto ist. Die Geschwindigkeiten, die man da hat, den Abtrieb, den man spürt, das ist schon geil. Und wir hatten eigentlich ein weißes Blatt Papier und ich konnte mich da sehr austoben. Natürlich sind nicht alle Fahrer immer happy mit der Balance, aber das ist im echten Leben ja auch so. Das ist ein wirklicher Reifenfresser. Ich habe das bei Sellners zu Hause mal ausprobiert, das Auto zu fahren. Also in Sebring, ich glaube, 3 Runden, dann waren die Reifen Fratze. Ich kann es nicht. Ja, also man muss tatsächlich, man ist schnell das Auto am Überfahren. Das ist sicher eine Kunst, aber ist auch klar bei den Leistungsdaten, dass der Reifen da ein bisschen am Limit ist. Aber auch da versuchen wir natürlich für die Zukunft zu sehen, was geht, was kann man noch machen. Aber ja, das wäre in echt nicht anders. Wenn man das Auto so ans Limit bringt, dann sind die Reifen schnell hinüber. Anderes Thema für heute. Wir haben die Nordschleife, 26 Kilometer, 290 Meter Höhenunterschied pro Runde. Wir fahren 2 Umläufe und da kommt jetzt auch noch die Batteriekapazität mit ins Kalkül. Das ist richtig, ja. Die Nordschleife ist sicherlich die Rennstrecke auf dieser Welt. Da mit so einem Auto zu fahren, das ja, wäre in echt auch toll. Das ist schon, grenzt schon fast an die Porsche-Nummer, wo die Rekordfahrt gemacht haben, auch wenn es da ein Hybrid war. Hier sind wir voll elektrisch unterwegs. Klar, bei der Leistung, auch das wollten wir natürlich so realistisch wie möglich darstellen. Da kommst du natürlich nicht ewig weit mit einer Batterieladung. Und da sind 2 Runden genau das Limit. Und aber wenn man da ein bisschen mit Gefühl fährt, also das heißt nicht, man muss zu viel Energie sparen, das sollte sich genau ausgehen. Aber man darf natürlich nicht sich noch drehen und irgendwie 3 Donuts drehen, dann wird es eng mit der Energie. Und das gehört auch dazu, das sehen wir in der Formel E. Da hat es in Monaco auch extrem spannendes Rennen wieder gegeben, was wirklich das ausmacht, ja, auch so dieses Energiemanagement. Das ist was wir hier bewusst noch nicht wirklich ein Thema bisher hatten, weil wir wollen einfach nur Vollgas, pures Racing darstellen und das wird sicher in Zukunft auch noch mehr ein Thema werden. Also es gilt einfach, noch weniger Fehler zu machen als sonst, weil wenn du einmal ein bisschen rumrangieren musst, dann geht das natürlich auch auf die Batteriekapazität. Absolut. Und wir wissen alle, das haben wir am Wochenende gesehen, gerade bei schwierigen Bedingungen, wie schnell man ein Auto verlieren kann auf der Nordschleife. Das ist hier in der virtuellen Welt gar nicht anders. Auch da, die Strecke ist extrem gut gemacht. Das ist wirklich fast ja unglaublich, wenn man da fährt, wie jede Welle, wie jeder Curb stimmt. Selbst manche Bemalungen, die ja von der Realität aus in die Simulation kommen. Also das ist toll und ich freue mich schon. Ich hoffe, dass ja, die Jungs die Autos auf der Strecke halten können und gutes Racing, dass wir das kommentieren dürfen. Die Döttinger Höhe sollte extreme Windschattenduelle zulassen. Das ist auch was wir bei dem Auto wirklich, wo wir Wert drauf gelegt haben, dass man so wenig Abtrieb wie möglich verliert in den Kurven und auf der Geraden auch einen guten Windschatteneffekt hat. Und das ist definitiv so. Das heißt, die Leute müssen eigentlich nachher nur dem Führenden folgen. Und dann sehen wir heiße Duelle hoffentlich auf der Döttinger Höhe. Aber es ist ein langer Weg bis dahin. Und das Gute ist, bei R-Faktor 2 ist sowohl Regen als auch Nebel ausgeblendet in diesem Fall. Ja, also das ist, glaube ich, auch gut so. Wir haben oft genug auf der Nordschleife Wetter, was wir eben nicht beeinflussen können in echt. Und das hat ja am Wochenende auch wieder beim 24-Stunden-Rennen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und gutes Racing durch die Nacht eben verhindert. Und das gehen wir natürlich hier, können wir das per Knopfdruck sozusagen einstellen und dann nutzt man das auch. So, wir sind gespannt. Jetzt schauen wir erstmal auf die Leute, die am Superfinale überhaupt teilnehmen dürfen. Teilnahmevoraussetzung war ein Podium in einem der vorhergehenden Rennen. Die Saisonzusammenfassung haben wir schon gesehen und jetzt werfen wir einen Blick auf die Finalisten. Hi, mein Name ist Michael Niemas und ich fahre beim Team NR eSports. Mein Name ist André Dietzel und ich fahre die Startnummer 59 für TV Racing. Mein Name ist Steffen Walter und ich fahre für TV Racing. Mein Name ist Dominik Heusen. Ich bin das erste Jahr in der RCCO dabei und stelle daher mein eigenes Team, namentlich Nickdom, was mein Spitzname ist. Mein Name ist Jens Wippermann und ich starte für den MSC Ruhr-Wenne, dem Motorsport Club, dem ich schon seit meiner Kindheit verbunden bin und als 10-Jähriger die Clubmeisterschaft gewinnen konnte. Mein Name ist Stefan Maschow und ich fahre für das NR eSports Team. Mein Name ist Thomas Vogt von TV Racing. Mein ganz klares Ziel ist, dort den Titel zu holen und den Pokal für die diesjährige Saison, um ihn neben diesen schönen Pokal platzieren zu können. Das wird natürlich ziemlich schwierig, das habe ich schon in der Saison gemerkt, denn zwischen Sieg und Sekt und Seltas liegt nicht viel, denn das Auto reagiert sehr sensibel, ein bisschen zu warme Reifen, super starke Konkurrenz und schon fährt man im hinteren Bereich rum. Das Superfinale liegt vor uns und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir heute ein Superfinale erleben werden. Wir hatten eine sehr, sehr spannende und sehr abwechslungsreiche Saison mit vielen verschiedenen Siegern. Dazu heute die Nordschleife als perfekte Bühne für den großen Showdown, und man darf nicht vergessen, jeder, der heute am Start steht, kann auch Meister werden, und das Rennen wird zeigen, ob einer der Favoriten am Ende die Nase vorne hat oder wir eine Überraschung erleben werden. Und ich kann es auch kaum noch erwarten, dass es losgeht, und ich wünsche uns Fahrern viel Spaß beim Rennen, und euch zu Hause wünsche ich natürlich viel Spaß beim Zuschauen. Beim Superfinale hoffe ich, dass ich mit ums Podium kämpfen kann, vielleicht am Start ein oder zwei Autos überholen und dann in einer guten Rennposition auf die erste Runde auf der Nordschleife zu gehen, fehlerfrei durchzukommen und dann mal schauen, was geht. Für das Superfinale habe ich mir vorgenommen, da ich die Strecke nicht allzu gut kenne, durchzukommen, Spaß zu haben und die Saison würdig zu beenden. Mein Ziel fürs Finale oder mein Plan ist eigentlich der, dass ich möglichst zwei fehlerfreie Runden hinlegen möchte und auch mit dem Energiemanagement von dem Auto so weit zurechtkomme, dass ich diese zwei Runden dann auch gut überstehe. Ich bin grundsätzlich einfach nur froh, dass ich mit dabei sein darf bei dem Finale. Die Saison bisher war mit Highlights und negativen Seiten gespickt. Die Highlight ist definitiv, dass ich beim Superfinale teilnehmen kann. Und da ist für mich klar das Ziel, vor Steffen zu landen. Meine Erwartungen für das Superfinale sind persönlich nicht besonders hoch. Ich starte aus der letzten Reihe. Die Nordschleife liegt mir zwar, eine meiner Lieblingsstrecken, auf der ich auch in der realen Welt ja schon 7-mal das 24-Stunden-Rennen gefahren bin. Aber aus der letzten Reihe wird nicht viel gehen. Für TV Racing, da geht es aber noch um etwas. Zum einen haben wir 3 Autos im Superfinale dabei und André Dietzel hat aus meiner Sicht in der ersten Startreihe durchaus Chancen, Michael Niemas das Leben schwer zu machen und ihm vielleicht sogar die erfolgreiche Titelverteidigung zu vermiesen. Ich drücke ihr dem André auf jeden Fall ganz, ganz mächtig die Daumen. Ja, ich gehöre ja eigentlich zu den alten Hasen in der RCCO. Ich bin ja Anfang der 2000er schon ein paar Jahre Slotka gefahren, mit Thomas Vogt zusammen als Teamchef bei TV Racing, und Jungs wie Bodo Kreling oder Björn Skottke als Gegner. Und ich war natürlich total begeistert, als ich von Thomas erfahren habe, dass die RCCO im Simracing jetzt auch auf R-Faktor 2, also sprich auf dem PC, gewechselt ist, und da musste ich keine Sekunde überlegen, da mitzumachen. Der Motorsport fasziniert mich schon von Kindesbein an. Und als dann Mitte der 80er Jahre die ersten Heimcomputer Einzug hielten in die Wohnzimmer, da wollte ich natürlich auch sofort Rennen fahren am Computer. Stichwort Commodore C64, Pitstop 2, daran kann ich mich noch gut erinnern. Wieder eingestiegen in das Thema bin ich dann vor ungefähr 10 Jahren. Da habe ich mir mein erstes Lenkrad gekauft und habe das Thema seitdem eigentlich kontinuierlich betrieben, aber immer nur im kleinen Kreis, mal abends ein paar Runden auf der Nordschleife oder mit ein paar Kumpels mal ein bisschen online gefahren. Und die RCCO in diesem Jahr ist meine erste Simracing-Meisterschaft überhaupt, und ich muss sagen, ist eine ganz tolle Serie, tolle Gegner, tolle Teamkollegen, viel Spaß auf der Strecke, deswegen freue ich mich jetzt auch aufs Finale. Auf die RCCO bin ich aufmerksam geworden, als es im letzten Jahr die Möglichkeit gab, Wildcards für #RaceHome zu gewinnen. Da konnte ich dann zu den glücklichen Gewinnern zählen, und seitdem ist der Kontakt mit der RCCO eigentlich auch bestehen geblieben, und seit November letzten Jahres arbeite ich auch mit an der World EX und fahre nun Vollzeit für TV Racing in der eSports Serie. Ich bin zur RCCO gekommen durch meinen Arbeitskollegen Steffen Walter, der mich gefragt hat, ob ich in IT-Belangen bei der RCCO mithelfen möchte. Und da IT meine Leidenschaft ist und Motorsport ebenfalls meine Leidenschaft ist, war es für mich keine Frage, und ich mache natürlich bei dem Vorhaben mit. Die erste Saison ist auch relativ gut für mich verlaufen, es waren einige Podiums dabei. Sicherlich war ein Highlight das Podium auf 2. Position am Nürburgring im letzten Rennen. Zur RCCO bin ich über einen André Dietzel gekommen. André und ich, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, haben gemeinsam im Motorsport schon das eine oder andere Projekt umsetzen dürfen. Und der André hat vor, ich glaube, ja, 20 Jahren in etwa mal einen Lizenzkurs bei mir gemacht, als ich Instruktor in Hockenheim war. Da war er einer der Teilnehmer. Und ja, ich freue mich einfach dabei zu sein, weil ich doch auch den einen oder anderen Bekannten oder Weggefährten dann tatsächlich auf dieser Plattform oder in dieser Community wieder getroffen habe, wie zum Beispiel den Thomas Vogt, den Gründer, oder auch den Bodo Kreling, den ich schon seit vielen Jahren als Fotograf schätzen gelernt habe im Motorsportbereich. Angefangen hat RCCO bei mir 2013 mit der Slotcar Series. Und nunmehr seit einem Jahr oder knapp eineinhalb Jahren fahre ich auch in der RCCO eSports Series. Slotcar-mäßig sind wir seit 30 Jahren unterwegs, feiern in diesem Jahr unser 30-jähriges Bestehen. Seit dem letzten Jahr gibt es auch eSport bei der RCCO, zunächst mit der RCCO eSports Series auf der PlayStation. In diesem Jahr die World EX mit dem von uns selbst entwickelten eX ZERO, der auch jetzt eben in diesem Jahr zum ersten Mal in der RCCO eSports Series eingesetzt wird. Insgesamt fand ich die zweite Saison der RCCO eSports Series super toll, klasse. Großartige Rennen, großartige Teilnehmer. Wir haben im letzten Jahr ganz, ganz klein angefangen auf der PlayStation. Der Schritt zum PC, zu R-Faktor, zum eX ZERO war riesengroß. Das hat man auch bei den ersten Rennen gesehen, als es mächtig hoch herging. Viele Kollisionen, das Auto ist mehr mit uns gefahren als wir mit ihm. Es gab Kollisionen, Ausrutscher, Unfälle, Dreher, Verschätzen beim Anbremsen, Verschätzen bei Spurwechseln und so weiter. Da haben wir alle von Rennen zu Rennen viel gelernt. Das wurde dann im Lauf der Saison immer besser. Gegen Ende, finde ich, lief das schon sehr, sehr gut, auch wenn es den einen oder anderen Rückschlag immer mal wieder gegeben hat. Aber ich denke, wir haben ein sehr, sehr hohes Level erreicht mit einer wirklich tollen Truppe, die ja gewachsen ist über diese 5 Veranstaltungen. Und ich hoffe, dass die meisten von Ihnen auch in der nächsten Saison, in der Saison 3, weiter an Bord sind und vielleicht noch der ein oder andere interessante Fahrer dazukommt. Ja, großartig. Die Finalisten, die wir sehen, die besten Chancen haben Michael Niemas und André Dietzel. Die beiden liegen in der Tabelle vorn. Niemas ja Titelverteidiger im letzten Jahr auf der PlayStation, war er der schnellste und der beste von allen, Mike. Ja, also ich muss auch sagen, das ist toll, jetzt auch nochmal das gesehen zu haben. Ich kenne ja den einen oder anderen gut und ja, ich muss auch selber sagen, es ist echt faszinierend, mit wie viel Leidenschaft jeder Fahrer das hier macht, und hier haben wir wirklich jetzt die Besten im Finale und ich glaube, da ist auch alles möglich. Also natürlich ist da ganz klar, Michael und André sind vielleicht die Favoriten auf dem Papier, aber wir wissen alle, in so einem Superfinale, ich hoffe erstmal, dass alle ruhig bleiben und auch nicht versuchen, dann beim Start direkt erste Kurve alles zu entscheiden, auch wenn es hier um alles geht, sondern wirklich die Ruhe bewahren, einen Rhythmus finden und dann, wenn es eben zählt, kurz vor sozusagen, oder wie ich eben gesagt habe, Döttinger Höhe, glaube ich, nach der zweiten Runde oder in der zweiten Runde sozusagen, da, glaube ich, muss man dabei sein und dann ist alles möglich. Und ja, ich glaube auch, die haben jetzt so viel Erfahrung, dass wir heute wirklich ein tolles Rennen sehen. Aber es ist echt schön zu sehen, was eine tolle Mischung auch, was eine Community da entsteht. Und ich glaube, das ist das, was wir ja sehen im Sim-Racing, warum wir das Ganze auch machen, warum wir auch die World EX machen, weil wir einfach merken, dass da ein Riesenpotenzial ist und dass es einfach toll ist zu sehen, wie sich Leute verbinden können, wie sie ihr Hobby ausleben können und das auf einem bezahlbaren Level rund um die Welt zur gleichen Zeit. Das ist eben ganz faszinierend. Du sprichst die World EX an, das ist im Prinzip das Gleiche, nur noch eine ganze Stufe, ein ganzes Level höher. Ja, genau, das ist unsere Idee und da sind wir natürlich auch noch ein Stück weit in den Kinderschuhen, ganz klar, aber wir haben da Riesenfortschritte gemacht, haben ganz tolles Starterfeld, tolle Teams, muss man auch sagen, wir haben da ja wirklich sehr hochkarätige Namen, sei es jetzt Teams und Fahrer, und es macht extrem viel Spaß und ja, es ist was ganz anderes, also auch ich muss da ja sehr viel lernen, ja, und ich finde es ein tolles Projekt, einfach mal was anderes zu sehen. Trotzdem ist es ja genau mein Tagesgeschäft, eben was ich schon immer mache und liebe, eben Motorsport, nur eben virtuell. Und ja, ich bin wirklich stolz und vor allen Dingen auch auf alle, die da mitmachen, ja. Natürlich auch auf dich und wirklich alle, die mitfahren, sei es jetzt in der World EX, sei es hier in der eSports Series, alle, die mithelfen, weil man glaubt es nicht, aber da steckt immer sehr viel Arbeit und sehr viel Fleiß dahinter, dass das möglich ist und dass wir heute eben so einen Abend erleben dürfen. Ja, wenn wir gerade schon am Lorbeeren ausschütten sind, kann ich auch nur von meiner Seite gratulieren und ich finde es schön, dass ich dabei sein darf. Aber jetzt kommen wir mal zur Rennstrecke des Superfinales, die Nordschleife. Wie viele Runden hast du da schon absolviert, so über den Daumen? Das ist echt schwer zu sagen, aber ich bin das erste Mal 2004 oder 2005 dort gefahren. Und jetzt kann man hochrechnen, fast jedes Jahr da entweder 24 Stunden oder VLN-Rennen, also schon ein paar. Ich kenne die Strecke ganz gut. Na, dann bin ich mal gespannt. Die Streckenvorstellung von Mike Rockenfeller kommt jetzt. Ja, hallo zusammen. Heute Abend das RCCO eSports Series Finale auf der Nürburgring Nordschleife. Eine ja, absolute Traumstrecke im realen Leben, aber auch virtuell natürlich. Am Wochenende hat das 24-Stunden-Rennen wieder stattgefunden und chaotische Bedingungen, wie wir es kennen von der Nordschleife. Wir haben natürlich das Wetter ein bisschen besser eingestellt für das Finale und das Beste ist, ich nehme euch mal eine Runde mit in unserem eX ZERO und stelle euch ein bisschen die Strecke vor. Viel Spaß! Erste Kurve schon extrem eng, man kann spät bremsen. Jetzt etwas anders hier das Layout natürlich, hier geht es direkt wieder links weg. Nicht diese lange Linkskurve, die wir normalerweise fahren bei den Sprintrennen. Und hier links, leicht überhöht die Kurve. Hier zur rechts, jetzt runter zur Dunlop, also ich glaube jetzt heißt es Gutierkehre. Durchbeschleunigen, schon wieder 300 fast vorm Anbremsen. Das ist Wahnsinn hier mit dem eX ZERO, wie viel Spaß das macht und wie schnell man wirklich mit dem Auto ist. Hier merkt man auch Allrad wieder, wie das Auto rauszieht. Jetzt hier Schumacher S, schnelle Links-Rechts-Passage. Eine der schönsten Stellen hier auf der Grand Prix-Strecke, ganz klar. Und jetzt hier Bitkurve links, leicht an Curb. Dann hier jetzt die rechts. Früh ans Gas durch den Hatzenbach-Bogen. Ja, und jetzt kann man sich vorbereiten, mental schon mal auf die Nordschleife hier. Schikane, die schnelle Variante, natürlich auch etwas anders als sonst. Und jetzt sind wir hier beim Einbiegen auf die legendäre Nordschleife. Das Auto bricht ein bisschen aus, hier ist leicht über die Kuppe. Beim Anbremsen, so jetzt hier ganz hohe Curbs, auch da schon ein ganz krasser Unterschied. Kaum Auslaufzonen, Leitplanken direkt neben der Strecke. Das macht die Nordschleife wirklich aus. Hier im Hatzenbach jetzt sehr technisch der Teil, aber auch sehr flüssig. Man spürt direkt schon, wie schön die Strecke ist und wie viel Spaß das hier macht. Hier eine enge rechts. So, und jetzt beschleunigen zum Flugplatz. Das ist jetzt auch eine ganz berühmte Passage. Hier wird das Auto leicht über die Kuppe, geht voll und jetzt die rechts etwas bremsen oder lupfen. Hier mit dem Auto ist natürlich wahnsinnig, wie schnell man hier ankommt. So, jetzt kurz durchschnaufen. Jetzt geht es Richtung Schwedenkreuz. 350 haben wir hier. Die rechts ist auch, die links ist extrem schnell jetzt hier. So, anbremsen für die Armbergkurve. Jetzt hier raus beschleunigen. Und jetzt geht es runter zur Fuchsröhre. Ja, ihr seht, ich bin auch am Limit hier mit dem Auto, am Kämpfen wirklich, hier in den Adenauer Forst rein. Eine sehr langsame Stelle, gerade nach dieser Kompression. Die Fuchsröhre war natürlich voll und macht extrem viel Spaß, da das Auto am Limit zu spüren. So, jetzt kommen wir hier zum Metzgesfeld. Die erste links, die ist noch sehr schnell. Zweite schon deutlich langsamer. Hier hatte ich mal einen kleinen Ausrutscher früher, als ich die Strecke gelernt habe, noch zur Porsche-Zeit. So, jetzt hier rechts auch in die Kompression. Raus beschleunigen. Hier die links rechts. Macht extrem viel Spaß. Geht mit dem R8, also mit einem GT3 voll. Hier mit dem eX ZERO natürlich nicht, weil man viel, viel schneller ankommt. So, jetzt hier Wehrseifen, eine der oder die langsamste Stelle auf der Nordschleife, ganz klar. Rausbeschleunigen hin zu Breitscheid. Jetzt hier eine Brücke, die man gar nicht als Fahrer wahrnimmt, die aber über die Landstraße auch geht, wo unten dann die Autos herfahren. Hier Exmühle, rausbeschleunigen. Der Allrad auch da hilft natürlich wieder den Vortrieb. Hier Niki Lauda Kurve voll. Jetzt sind wir hier im Bergwerk. Rechtskurve, die auch wieder überhöht ist. Wichtig ist hier natürlich ganz klar einen guten Exit zu haben und wirklich sauber rauszukommen, weil es extrem lange Vollgas bergauf geht hier. Vollgas links, bisschen gelupft zur Sicherheit. Will die Runde ja auch zusammenbringen irgendwie. So, jetzt kommen wir hier gleich zur Mutkurve. Nicht umsonst der Name Mutkurve. Sehr, sehr schnell, ganz knapp an die Leitplanke kann man da fahren. Jetzt hier über die Kuppe rechts. Jetzt kommen wir hier zur Steilstrecke. Die ist auch tricky, weil man eben so schnell ankommt und dann erstmal das Auto verzögern muss. Jetzt kommen wir zum Karussell. Ganz berühmt, natürlich durch die Überhöhung, durch diese Betonplatten, wo die Autos herfahren. Einzigartig wirklich auf der Nordschleife. Rausbeschleunigen und jetzt gleich sind wir am höchsten Punkt, hohe 8. Hier die links, oh, das Auto fast verloren. Die ist auch noch schnell der Eingang, hier oben die rechts, dann wird das Auto wieder leicht. Hier kann man schön früh ans Gas. Jetzt kommen wir zum Wippermann. Ist auch eine schöne Passage, wenn man hier ein bisschen die Curbs nehmen kann. Und jetzt gleich sind wir am Brünchen. Ein ganz spezieller Teil, weil es hier wirklich immer viele Fans hat. Also speziell vor Corona natürlich. Und da werden wir ja hoffentlich das Ganze auch wieder so erleben in Zukunft. Da merkt man dann wirklich die Stimmung, auch nachts gerade, wenn alle die Grills anhaben und man kann sogar im Rennauto riechen. So, jetzt kommen wir hier zum Pflanzgarten 1. Da springt das Auto ein bisschen, auch hier eX ZERO. Dann wieder voll ans Gas, Pflanzgarten 2. Das Auto wird wieder leicht. Jetzt uah, kommen wir gleich zum Schwalbenschwanz hier oben. Die rechte ist auch noch ziemlich zügig. So, Schwalbenschwanz. Da weiß man, man hat es fast geschafft. Man hat fast die Runde geschafft. Hier das kleine Karussell sozusagen. Und jetzt am Galgenkopf weiß man, wenn man den passiert hat, dann hat man ein bisschen Pause. An der Döttinger Höhe kann man sich ausruhen. Die lange Gerade. Hier gibt es viele Windschattenduelle. Hier gibt man normalerweise dem Ingenieur ja im echten Rennen Bescheid und sagt, okay, Spritverbrauch so und so viel, Reifendrücke, Reifentemperaturen und dass alles in Ordnung ist. Dann wissen die an der Box, alles klar, das Auto kommt gleich an Start und Ziel vorbei. Und dann bekommt man eben die ein oder andere Anweisung. Hier kommen wir jetzt durch die Antoniusbogen. Wow, im Tiergarten hier unten das Auto sehr, sehr leicht. Letzte Schikane. Bisschen Zeit liegen lassen und jetzt beschleunigen wir durch. Auf Startziel. Und das war eine Runde mit dem eX ZERO auf der Nordschleife. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich freue mich gleich auf super Renn-Action hier beim Finale. Viel Spaß! Tja, Mike, schöne Runde, gut kommentiert. Mag ich immer kommentierte Runden. Aber sag mal, hast du da tatsächlich auch im eX ZERO geübt? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich hatte wirklich wenig Zeit die letzten Wochen und auch Tage. Habe das schnell gemacht und habe wirklich gedacht, oh, wie lange brauche ich jetzt, um die Runde zu fahren, damit es auch nicht peinlich wird. Aber es ging dann. Also ich habe wirklich hier und da Luft gelassen, ein bisschen und ein bisschen Reserve. Das schadet auf der Nordschleife nie. Im echten Leben musst du natürlich mittlerweile wirklich alles geben. Du kannst überhaupt keine Luft mehr lassen, weil es so viele Siegkandidaten gibt. Hier für die Onboard-Runde war es mir wichtig, dass ich wirklich sauber rumkomme. Aber es hat Spaß gemacht und es ist extrem anstrengend. Man hat es ja gemerkt, dass ich da hier und da ein bisschen außer Atem war. Ich hatte auch die Lenkkräfte relativ hoch eingestellt und man merkte einfach diese Kompression und das Auto ist so schnell und du musst dich so konzentrieren. Das ist das, was die Nordschleife ausmacht. Die gute Nachricht für dich, du musst nicht mitfahren, du darfst mit mir kommentieren. Zwei andere, die nicht mitfahren dürfen bzw. können, dürften, tun sie es. Nämlich Bodo Kreling, unser Fotograf, und Paul Wingens, mein Lieblingskameramann. Die sind beide leider beruflich so eingebunden, dass sie heute am Superfinale nicht teilnehmen können. Schade, damit wird jemand anders einfach Champion. Die beiden Protagonisten oder die beiden Hauptdarsteller dieser Saison haben wir schon genannt mit Niemas und Dietzel. Aber du hast vorhin auch gesagt, jeder kann heute Champion werden. Er muss nur das Superfinale, die 2 Stunden über die Nordschleife gewinnen. Einfacher gesagt als getan. Ja, also genau. Ich denke auch, 2 Runden ist, hört sich nicht viel an, ist aber dann doch viel. Man muss es zusammenbringen und ja, ich glaube wirklich, dass hier jeder gewinnen kann. Die Frage ist, wer hatte die meiste Zeit, sich auch vorzubereiten? Wir haben ja eben gehört, André kennt die Strecke auch sehr gut aus dem echten Leben und auch, weil das schon lange gemacht hat mit Simracing und die Nordschleife liebt. Ja, ich glaube, jeder kennt sie, der motorsportaffin ist. Ich glaube, es gibt keinen besseren Platz, gerade nach dem 24er jetzt hier heute das Superfinale zu sehen der eSports Series. Also umso mehr freuen wir uns. Insgesamt 7 Teilnehmer, die wir gleich auf der Strecke begrüßen würden. Weiß nicht, Mike Rockenfeller, hast du noch was zu sagen oder sollen wir reingehen ins Rennen? Nee, ich würde sagen, wir freuen uns jetzt auf Rennaction. Würde ich auch mal sagen. Also Feuer frei zum RCCO Superfinale. 2 Runden auf der Nordschleife. Und das sind unsere Teilnehmer von hinten nach vorn. Thomas Vogt, der RCCO-Gründer, steht hinter Stefan Waschow auf der 6. Position. Entwicklungsingenieur. Davor dann Jens Wippermann, Simracer der 1. Stunde. Dominik Heusen auf der 4. Position. Software-Ingenieur Steffen Walter, den finden wir auf der 3. Auch er ist Softwareentwickler. Dann André Dietzel, Volkswagen, Motorsport, Kommunikation und Marketing, und Michael Niemas, Berufsmodellbauer und Vorjahreschampion. Das sind sie, unsere 7 Protagonisten, und die stehen auch genau in dieser Reihenfolge. Niemas vor Dietzel und Thomas Vogt ganz hinten. Und das schauen wir uns jetzt an. So. Alle 7 sind aufgetaucht. Wir warten auf die Ampel. Wir warten auf das akustische Signal. Start natürlich, wie auch bei den 24 Stunden, auf Start und Ziel. Wir fahren also Nordschleife plus Grand Prix Kurs. Ja, und ich glaube, die sind alle extrem angespannt. Das ist das Interessante beim Simracing. Man fühlt sich wirklich wie im echten Leben. Und los geht's jetzt gleich. Ampel sind an. Ab geht's, Start ist freigegeben. Sehr gut. Ich glaube, der Stefan hatte vielleicht hatte der Stefan einen Frühstart. Weiß nicht, ob wir das nochmal sehen. Kam mir so vor. Niemas gewinnt den Start. Spät auf der Bremse. Aber alles geht gut. Oh, die sind schon am Limit. Also die geben wirklich schon alles. Da will jeder, will's wissen hier. Und wir haben gerade mal 2 Kurven geschafft. Ja, kaum 500 Meter geschafft, schon sind die ersten beiden 1 Sekunde weg vom Rest der Welt. Steffen Walter auf der 3, dann Dominik Heusen vor Stefan Waschow, Jens Wippermann auf der 6, Thomas Vogt ganz hinten, aber mit noch 3,2 Sekunden, da kann er durchaus noch nach vorne kommen. Kampf an der Spitze, Niemas, der da wirklich keinen Millimeter hergibt an André Dietzel in Weiß. Orange geht's einmal durch die Schikane. Ja, genau, ich glaube, jetzt gilt's wirklich. Man merkt hier schon ganz klar, Niemas und Dietzel wollen das hier unter sich ausmachen, aber die sind sich schon jetzt so am Bekriegen, wie wir hier gerade sehen, onboard, hier in der Bitkurve, jetzt zum Hatzenbach-Bogen. Also jetzt werden wir auch den Windschatten schon direkt sehen, der ist extrem bei dem Auto. Hier kommt der Angriff, er kann es noch abwehren, Niemas hält wirklich den André noch hinter sich. Aber jetzt gehen wir erst auf die Nordschleife, erst jetzt geht's los, und die anderen, wenn die ruhig fahren, haben die noch alle Chancen. Aber man sieht natürlich so ein bisschen, dass die ja Favoriten wieder, Stefan. Sich ja, ich war ein bisschen irritiert über das frühe Bremspunkt eben, aber absetzen. Eieiei. Ja, rein also in die grüne Hölle. Im Hintergrund gibt es quasi den Fahrerfunk. Ganz neu auch beim Superfinale, Kameraeinblendung der Jungs da vorne an der Spitze. Einschlag von Niemas, damit übernimmt Dietzel die Führung. Tschüss. Irgendeiner leckt gerade, entweder bin ich oder Dominik. Schau dir das an, wie angespannt der André da ist, wie er da kämpft, wie er Jens, sich auf ich die bei dir geleckt und weiß, jetzt hat er die Führung, jetzt gilt's, vorne zu bleiben und keinen Fehler zu machen. Natürlich ist es einfacher, erstmal als Verfolger da mit durchzurauschen. Kannst ein bisschen vom Windschatten profitieren, brauchst vielleicht nicht ganz so viel Energie, wie als wenn du vorne wegfährst und die Luft teilst. Ja, ganz klar. Also nochmal, es ist lang, 2 Runden und die müssen ruhig bleiben. Man merkt hier, keiner lässt Luft. Ja, das ist auch wichtig auf der Nordschleife, dass du wirklich den Respekt hast vor der Strecke und einfach dem anderen auch immer eine Wagenbreite lässt, weil ein Abflug hier bedeutet normalerweise Ende im Rennen. Auto beschädigt, weil hier gibt es eben kaum Auslauf. Hier sehen wir jetzt ganz schön den Dominik, wie er am Fahren ist. Der liegt gerade auf Platz 3. Hier ist der Kampf um Platz 3, ja. Also das ist noch, da ist noch nichts entschieden. Da ist noch alles drin. Der Steffen folgt ihm da schön. Auch da wird glaube ich, noch das ein oder andere Duell stattfinden. Aber man sieht schon, der Stefan ist leider jetzt schon auf Platz 7 mit 18 Sekunden Rückstand. Das wird natürlich schwer für ihn. Thomas Vogt freut sich entsprechend. Profitiert davon, hat jetzt die 6. Position und du sagst richtig, Steffen Walter als Verfolger auf Platz 4, aber auch da ist noch alles drin. Der Abstand ist zwar am Anfang weit aufgerissen, gerade lag er relativ stabil bei 3,5 Sekunden, jetzt eine Sekunde mehr noch dazwischen, springen noch einen Platz nach hinten auf Jens Wippermann, 6,5 Sekunden, sein Abstand nach vorn auf André Dietzel, auch der kann noch den Sieg hier holen. Ich meine, die beiden müssen sich da vorne nur so behaken, dass einer rausfällt. Genau. Ganz genau, das geht so schnell und auch hier sieht man, wie konzentriert der Jens am Steuer ist. Ja, er ist, das geht auch nicht anders. Du hast kaum Zeit durchzuatmen bis zur Döttinger Höhe und ganz klar, die Vorderen setzen sich etwas ab, aber es ist, wie du sagst, noch nichts passiert. Es ist noch alles möglich. Der Blick in die Autosammlung bei Thomas Vogt, der da im TV Racing Sweater stilecht sitzt und seine Runde fährt. Springen wir rein ins Auto, 6. Position beim Speedpool. Ja, wir sehen jetzt hier, genau, wie es, jetzt sind wir schon wieder umgesprungen nach außen, aber wir sehen eigentlich, wie das Auto hier hochgeht, ja, wie viel Leistung das Auto hat. Da sind wir normalerweise mit dem GT3 bei 245, mehr geht da nicht und hier fährst du weit über 300 und musst auch hier mit dem Auto kämpfen. Also das ist echt verrückt und toll anzusehen. Stefan resigniert so ein bisschen hier gerade, das sieht man schon an der Körpersprache. Mit 20 Sekunden Abstand nach vorne ist da natürlich auch nicht mehr viel drin für ihn. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die ersten 6 abräumen, die meandert gegen 0, würde ich sagen, in dem Fall. Ja, natürlich. Wir werden jetzt, hier sehen wir den Stefan schön, wie er fährt, aber er ist leider für sich alleine ein bisschen und trotzdem genießt man das, aber klar, er ist nicht mehr vorne mit dabei und kann eigentlich um den Sieg nicht mehr mitkämpfen. Hier wieder der Kampf um Platz 3. Schön zu sehen. Oh, Entschuldigung. Hier, ich war ein bisschen hinten dran. Nee, hier reden wir über die Führenden. Sorry, mein Fehler. Also Wahnsinn, wie eng die beieinander liegen. Und ich denke, jetzt ist genau das. Ja, der André versucht wegzukommen. Der Michael weiß aber, er muss nur dranbleiben. Die Döttinger Höhe wird ein Überholmanöver zulassen. Aber ich glaube, dass es sogar wieder zurückgeht. Also ich glaube, dass der André, wenn er überholt wird auf der Döttinger Höhe, tatsächlich sofort den Konter setzen kann. Das wird jetzt extrem spannend. Und da sieht man wirklich 2, die absolute Könner sind im Simracing und vor allen Dingen hier mit dem eX ZERO mittlerweile. Das ist schon toll zu sehen. Ja? Wenn man sieht, die sind mit 9 Zehntel Abstand, heizen die da am absoluten Limit über die Nordschleife. Ja, da wäre ich jetzt gern dabei und würde auch gerne mitspielen sozusagen. Kleiner Fehler von André Dietzel, kommt da mit 2 Rädern neben die Strecke in den Dreck und sofort wird die Lücke kleiner auf Michael Niemas, den Verfolger auf der 2. Position. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt keine andere Rennstrecke auf der Welt, bei der es so viel um Üben geht wie die Nordschleife. Genau, und genau das ist natürlich das, was nicht passieren darf. So, jetzt sehen wir hier. Man sieht schon, André schaut in den Spiegel, er versucht keinen Windschatten zu geben, aber das ist unmöglich. Der Michael muss nur dranbleiben und jetzt zack, zieht er schon vor dem... Ja, Wahnsinn. Wir sehen jetzt keine Geschwindigkeit, aber das ist unglaublich. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt umschwenken würden auf die Onboard wieder von André, dass da vielleicht sogar ein Konter kommen kann. Nee, er bleibt vorne. Michael bleibt vorne. Oh, André verliert... Ah, er verliert das Auto. Nein. Nein, das kann doch nicht sein. Er verliert das Auto da im Windschatten. Wahrscheinlich ein bisschen Abtrieb verloren. Und, ja, zu viel gewollt. Schade. Sehr, sehr schade. Aber es sind 3 Sekunden. Eher beim Anbremsen, ey. Ja, wir hören es da, genau. Das habe ich vermutet. Aber klar, das muss man eben dann auch ein Stück weit mit bedenken. Bitter, bitter, bitter. Sofort ist der Abstand auf 3,4 Sekunden angewachsen. Der Abstand auf den führenden Michael Niemas. Der muss so schnell nicht mit einem Konter rechnen, aber weitere 26 Kilometer sind noch zu gehen. Wir haben gerade mal eine der 2 Runden hinter uns. Dominik Heusen mittlerweile auf 13 Sekunden. Ich bin jetzt langsamer Beute, Thomas. Ich habe mich bei 300... Was hat da der... Steffen gesagt, er hat sich gedreht oder irgendwas hat er gemacht. Also auch da, glaube ich, werden wir noch, ja genau, auch da werden wir vielleicht noch einen Kampf sehen. Hier sehen wir jetzt gerade den Thomas Vogt, wie er da... Reifen haben 0 Grip mehr. Okay, Steffen Walter sagt, er hätte keinen Grip mehr, also hat er wahrscheinlich die Reifen oder hat sich vielleicht gedreht bei 300, ich weiß es nicht. Da hätten wir im echten Leben gar keine Weiterfahrt mehr. Hier zum Glück geht es ja dann noch ein bisschen weiter. Aber das ist natürlich auch hier schwer, wenn der Reifen so überhitzt, dann noch irgendwie Grip zu finden. Ja, wir sehen Dominik Heusen, den Drittplatzierten, 13 Sekunden sein Rückstand und in Rot dahinter Jens Wippermann, Stand Nummer 26 auf der 4. Einmal durch die Schikane, leichter Staub durch das Überfahren der Curbs von Dominik Heusen und erneut auf die Nordschleife. Ganz genau. Hier sehen wir jetzt gerade die Onboard schön zu sehen, wie er versucht, das Auto wirklich sanft zu fahren. Ich glaube, Dominik ist auch jemand, der versucht, mit sehr viel Gefühl zu fahren, ist wirklich auch eher so ein ruhiger Vertreter, aber hinterm Lenkrad, oh, jetzt sage ich es, und da passiert der Fehler. Genau in dem Moment. Zum Glück ist das Schadensmodell hier bei der Veranstaltung so eingestellt, dass man noch weiterfahren kann. Normalerweise wäre das jetzt das Ende, ganz klar in der EX, in der World EX wäre das Auto jetzt so beschädigt, dass man gar nicht mehr weiterfahren könnte. Hier ist es ein bisschen anders. Und jetzt kommt es natürlich zum Duell. Jetzt geht es hier um Platz 3 und Jens Wippermann kommt ran. Das wird jetzt spannend hier. Und vorne sehen wir, der Abstand ist konstant bei 3 Sekunden. Das bedeutet, André Dietzel hat es noch nicht geschafft, die Lücke zu schließen. Ich denke aber, da kommt auch noch was. Die Runde ist eben noch lang, wie wir gesagt haben. Hier sehen wir jetzt schön Schwedenkreuz, Anfahrt, Auto geht leicht quer, man merkt auch vorne, wie der Dominik kämpft und jetzt gleich zur Fuchsröhre runter. Also hier wird es ganz spannend. Hier wird es noch ganz spannend. Oh, Stefan, bist du okay? Was für ein Überschlag. Ach, Stefan, alles okay? Steffen meine ich. Ja, das war der siebte. Steffen weiß gerade ins Lenkrad, kann das sein? Solange er bei dem Überschlag nicht ins Lenkrad gebissen hat. Ja, man merkt, es ist auf jeden Fall Spaß dabei. Aber das war natürlich ein Wahnsinnsabflug. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das sah jedenfalls nicht gut aus, da auf dem Dach zu liegen. Thomas, du bist aber auch echt stark da. Heidenei. Das war das Lob an Thomas Vogt auf der 5. Position. Er ist so stark, dass ihm momentan 25 Sekunden fehlen auf Michael Niemas. Die Strecke kennt dann die Nordschleife. Das ja gut, ich kann noch nicht mal eine Kurve nur normal fahren. Also, hinüber sind die Reifen. Ja, definitiv. Gut, klar. Wenn man so Dreher hinlegt und dann noch kurz auf dem Dach liegt, klar. Da geht nichts mehr. Für Steffen Walter ist das Rennen gelaufen. Da war nichts mehr weiterzufahren. Und ich denke, Stefan Warschau und Thomas, die sind noch im Kampf da hinten um Platz 5. Dann werden wir hier noch einen Kampf vielleicht sehen um Platz 3. Ich hoffe mal, dass mein Strom diesmal reicht, Stefan. Dominik und Jens und dann natürlich vorne. Du kennst meine Antwort. 2,7 Sekunden. Du weißt es bei dir auch nicht, oder? Nicht so weit. Doch, also, da ist vielleicht noch was möglich. Okay. Ja, und Thomas Vogt spricht es gerade an, er hofft, dass sein Strom hält, dabei geht es nicht um den Akku vom Laptop oder das Telefon, da geht es tatsächlich um den eX ZERO. Ja, Dietzel holt auf. Dazu. Halbe Sekunde war es eben. Ja, dann Fehler und die Lücke reißt weiter auf. Eben waren es 2,2, jetzt sind es schon wieder 3,5 Sekunden. Ja, das springt die ganze Zeit ein bisschen hin und her, aber insgesamt um die 3 Sekunden der Abstand. Das ist natürlich zu viel Er müsste im Prinzip so auf 1,5 rankommen, um da nochmal eine Chance zu haben auf der Döttinger Höhe. Es sieht wirklich so aus, hier sehen wir Michael Niemas, dass er das wirklich im Griff hat. Dieses Untersteuern ist herrlich. Wir hören hier die Beschwerde von Stefan Warschau, dass das Auto zu viel untersteuert. Das ist auch da natürlich, wenn die Reifen abbauen. Aber hier sehen wir Michael Niemas am Limit. Fast das Auto hier verloren. Jetzt kommt er gleich zu Brünchen. Eine sehr schöne Stelle. Ja, das sieht sehr kontrolliert trotzdem aus, muss man sagen. Also der wird auch einige zig Runden hier absolviert haben. Anders geht das nicht, so einen Strich über die Schleife zu ziehen. Laser gescannte Strecke hier bei R-Faktor 2. Und wenn ihr den eX ZERO fahren wollt, einfach runterladen, Mike. Ja, absolut. Also generell überhaupt kann ich nur jedem empfehlen, der die Chance hat, Simracing auszuprobieren. Es ist toll und man hat wirklich eben die Chance, alles zu fahren und so auf der Nordschleife hier zu fahren mit so Autos. Das ist natürlich toll. Und dann auch die Möglichkeit, gegen echte Rennfahrer zu fahren. Ne? Das ist natürlich auch schön. Und deswegen betreiben es so viele und auch viele meiner Kollegen, die wirklich Simracing lieben und sehr viel Zeit hinterm Lenkrad virtuell verbringen. Hier sehen wir jetzt André. Eins kann ich euch versprechen, es tut nur halb so weh, einen eX ZERO an der Nordschleife in die Mauer zu stecken, wie in der GT3. Das ist definitiv so. Vor allen Dingen kostet es nichts außer einen Escape-Knopf, Druck und los geht's wieder. Ja, hier sehen wir jetzt einfach, dass der Abstand zu groß ist. Es ist jetzt so, dass Michael das wirklich nur noch nach Hause bringen muss. André Dietzel, sicherer zweiter Platz, aber natürlich hoffe ich, dass ihr genug Vorsprung auf der Döttinger Höhe vor dir habt. Jetzt wurden wir ein bisschen dem Superfinale beraubt zwischen den beiden. Aber so ist es. Ärgerlich. Ein Fehler war zu viel. Aber tolles Rennen trotzdem. Wir sind an Bord bei Michael Niemas, der mit genug Restenergie im Akku fährt und sich zum zweiten Mal in Folge den Titel sichert. RCCO Champion 2020 und auch 2021. Das macht zwei. Der Doppel-Champion, der erste und einzige der RCCO eSports Serie. André Dietzel auf der 2 über die Linie und das ist Dominik Heusen, der sich den dritten Platz vor Jens Wippermann sichert. Thomas Vogt auf Platz 5 über die Linie und etwas nach hinten abgeschlagen ist Stefan Waschow. Aber ich denke, die Jungs werden noch üben bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch ein bisschen üben und reinschauen wollt, dann können wir euch natürlich nur rcco.ag ans Herz legen und den Twitch-Kanal. Hier nochmal das Ergebnis. Niemas vor Dietzel, Heusen auf der 3, dann Wippermann, Vogt, Waschow und Walter die Top 7 beim Superfinale der RCCO eSports Series. Tolles Ding, Mike. Ja, war wirklich spannend teilweise. Wie gesagt, schade, dass vorne dann das Duell am Ende nicht mehr da war. Aber ganz klar verdient, glaube ich. Wir haben die zwei Topfahrer vorne gesehen. Auch Dominik Heusen, starker dritter Platz. Und Steffen Walter mit einem spektakulären Unfall, den wir leider nicht ganz in der Entstehung gesehen haben. Aber ich glaube, ja, es war alles dabei. Und man hat gesehen, wie spektakulär diese Strecke ist und wie schön das Auto da zu fahren ist. Die Nordschleife ist immer ein Drive wert und umso schöner, dass sie im Programm, im Kalender der RCCO eSports Series auch in diesem Jahr gewesen ist. Wir sind ja im letzten Jahr schon mal kurz zu Gast gewesen, damals noch auf der Playstation und jetzt eben mit R-Faktor 2 auch auf der legendärsten und der tollsten Rennstrecke der Welt. Absolut. Und es hat Spaß gemacht auch, muss ich sagen. Ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Gibt sicher noch Potenzial, aber da muss ich auch noch lernen, ganz klar. So, im nächsten Jahr fährst du wieder mit? Ja, warum nicht? Also erstmal müsste ich mich ja dann qualifizieren, ja, die werden ja auch immer besser und üben viel, also das ist dann das Ziel, warum nicht? Also ich fahre auch tatsächlich im Moment ein bisschen zu wenig, aber jetzt geht es hier wieder zu Hause auch wieder normaler zu, wir sind umgezogen noch in den letzten Wochen und dann kann ich mich wirklich wieder mehr darauf konzentrieren und das Ganze auch wieder mehr genießen. Den Umzug habe ich letztes Jahr im November schon hinter mich gebracht, also insofern kann nur noch besser werden. Wir bereiten noch einiges vor über die Saison. Im November soll es schon weitergehen mit der dritten Saison der RCCO eSports Series. Bis dahin haben wir noch das ein oder andere Bonbon für euch, Verbesserungen, Neuerungen, ein paar neue Sponsoren und natürlich wieder Mike Rockenfeller, du bist auch im nächsten Jahr, in der nächsten Saison wieder mit dabei. Absolut. Danke, Oli. Sehr gut. Dann freue ich mich. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und wir warten mal ab, was uns noch alles erwartet, wenn es im November dann wieder heißt Saison 3 der RCCO eSports Series mit dem eX ZERO. Vielleicht ein neues Auto. Mal schauen, was so runterfällt, wenn wir am Baum schütteln. Wir schütteln in jedem Fall ordentlich und tun das Beste für euch und für die Übertragung in diesem Sinne. Toll, dass ihr dabei gewesen seid. Habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao, bleibt gesund.